beiden Dösköbbe, Beavis und Butthead, waren in den 90ern sehr präsent und repräsentieren sehr gut den Humor dieses Jahrzehnts. Auf dem Gameboy steuert ihr die beiden durch verschiedene Level, mal aus der Draufsicht und mal als klassischen Plattformer. Das Spiel hat hier und da vor allen Dingen bei der Steuerung Schwächen, hätte aber schlimmer sein können. Bei den Namen sollte eigentlich klar sein. Klassische Bomberman-Action. Ihr bewegt euch in einem Labyrinth und müsst dort spezielle Blöcke mit euren Bomben wegspringen. Um euch trotz des einfachen Spielprinzips mehr Abwechslung zu bieten, gibt es hier sogar einen Story-Modus, der euch stundenlang beschäftigen dürfte. Hier könnt ihr nichts falsch machen. Wie der Name es schon andeutet, erwartet euch hier ein Puzzlespiel. Ihr habt in der Mitte immer ein paar verbundene Quadrate mit Symbolen. Oben links wird euch angezeigt, wie ihr dieses kombinieren sollt. Jetzt müsst ihr die Quadrate an den Achsen wie in einem Verschiebepuzzlespiel drehen, bis ihr alles richtig habt. Keine Idee, die ganz nett umgesetzt wurde. Jeder kennt wahrscheinlich dieses Spielprinzip. Es wurde nicht umsonst immer wieder auf moderne Systeme neu aufgelegt. In diesem Spiel verschießt ihr verschiedenfarbige Kugeln auf andere Kugeln. Kombiniert ihr gleichfarbige, verschwinden sie und ihr habt gewonnen, sobald keine mehr übrig sind. Kennt ihr alle. Auf dem Gameboy wurde das hier sehr gut umgesetzt, nur dass hier natürlich mit Schattierung und nicht mit Farben gearbeitet wird. Der dritte Teil der berühmten Castlevania-Serie ist viel nicht so präsent wie der zweite Teil, der gemeinhin als das beste Gameboy-Titel dieser Serie zählt. Das mag vielleicht auch am späten Erscheinungsdatum liegen. Das ist schade, denn euch erwartet hier ein sehr gutes Spielerlebnis mit allen klassischen Elementen aus der Serie. Das Modul ist mittlerweile ziemlich teuer, trotzdem ein Spieldurchgang wert. Cool Hand ist eine Kartenspielversoftung. Ihr könnt hier aus drei klassischen Spielen auswählen. Ja gut, braucht man jetzt nicht wirklich. Ja, ein neues Jahr, ein neues FIFA. Das ist hier ist etwas besser als der Vorgänger, aber das heißt jetzt nicht, es wäre gut. Welch Überraschung. Die King of Fighters Serie ist eine sehr populäre Reihe im Fighting Game Genre. Wie im Vorjahr hat es auch dieses Jahr einen Ableger auf den Game Boy geschafft und wieder mal ist es für die Systemverhältnisse hervorragend gelungen. Der berühmte Geheimagent hat es natürlich auch auf diesem System geschafft. In diesem Actionspiel steuert ihr den Helden durch verschiedene Level und müsst dort Aufgaben erledigen. Die brauchen dann schon einmal etwas Hirnschmalz oder alternativ auch natürlich Gewalt. Klingt im Prinzip geil, aber leider hätte das Spiel definitiv noch etwas mehr Optimierung benötigt. Die Grafik ist sehr simpel und vor allem die Treffer werden oft nicht so korrekt registriert.
Das Spiel wirkt irgendwie etwas aus der Zeit gefallen und das liegt vor allen Dingen an der Technik. Es sieht eher wie ein sehr frühes Gameboy-Spiel aus, so nicht unbedingt wie ein so spät erschienener Titel. Auch das Gameplay ist simpel. Ihr müsst in den Levelabschnitten immer ein Bild eines Disney-Charakters finden, welches in Einzelteilen zerstückelt ist. Daran hindern wollen euch natürlich einige Fieslinge und die Levelarchitektur. Für zwischendurch ist es trotz der Technik mal einen Blick wert. In diesem arcade-artigen Spiel kämpft ihr euch ganz klassisch durch Fallen und gegnerverseuchte Bildschirme. Wenn ihr auf diese Art von Spielen steht, dann könnt ihr hier durchaus zugreifen. Die Zeit der guten Disney-Versoftung war 1998 leider vorbei und so verwundert es nicht, dass hier eine sehr lieblose Versoftung des Filmes auf euch wartet. Hier stimmt so einiges nicht, Steuerung komisch und man muss viel zu genau agieren und technisch wartet hier auch echt kein Meisterwerk. Die Mystical Ninja Serie ist sehr populär und hat seit den 80er Jahren etliche Ableger hervorgebracht. Auf dem Papier klingt das Spielprinzip auch verdammt gut. Im Stile eines Zeldas erkundet ihr aus der Draufsicht heraus eine Welt, bekämpft Gegner und löst Rätsel. Leider steckt hier jedoch der Teufel im Detail und es fehlt an allen und Ecken Feinschliff. Oddworld Abe's Odyssey war auf der PlayStation 1 und dem PC damals ein riesiger Hit. Auf dem Gameboy allerdings so gar nicht. Hier erwartet euch wirklich das unheilige Trio einer lieblosen Umsetzung. Schlechte Technik, unmögliche Steuerung und dröges Gameplay. Lasst hier lieber die Finger davon. Die Ottifanten haben damals nicht nur eine eigene Zeichentrickserie bekommen, sondern auch diverse Videospielableger. Die Gameboy-Version ist etwas komisch geraten. Während Baby Bruno auf anderen Systemen in einem Plattformer sich durchschlägt, erwarten euch hier ein Abenteuer aus der isometrischen Ansicht. Hier müsst ihr euch also von Bildschirm zu Bildschirm kämpfen. Leider bringt das Spiel auch die üblichen Probleme dieser Ästhetik mit. Die Steuerung ist zu ungenau und einfach nur verwirrend. Bomberman dürfte ja die meisten kennen. Draufsicht, Labyrinth und Bombenlegen. In diesem Ableger wird dieses bewährte Spielprinzip jedoch aufgelockert und so wartet euch hier ein Plattformer. Das Bombenlegen bleibt natürlich dabei gleich. Ein sehr schöner Ansatz, der sich richtig gut spielt. Gebt dem Titel auf jeden Fall mal eine Chance. Der deutsche Name des Spiels sagt eigentlich schon alles über den Spielablauf aus. Es ist der Klassiker Schiffe versenken, ohne groß was drumherum. Haben wir alle in der Schule analog hoch und runter gespielt und nun könnt ihr das hier auch gegen die Computergegner tun. Und mal wieder eine Filmlizenzumsetzung und mal wieder ist es ein Plattformer geworden. Leider stimmt hier bei so einem Spiel so einiges nicht. Die Steuerung fühlt sich einfach nur zu schnell an und ungenau. Und wieso kann man nicht gleich von Anfang an kämpfen? Spielt lieber mit den Spielzeugfiguren.
Der Ego-Shooter Turok war damals eine riesige Sache und so gab es auch einen Ableger auf den Game Boy. Dieser war selbstverständlich kein Shooter, sondern ein Plattformer. Dieser ist okay umgesetzt worden, ohne riesige Stärken oder Schwächen. Kann man spielen, muss man jetzt aber auch nicht. Wie der Name es schon vermuten lässt, erwartet euch hier ein Rennspiel und was für eines. In diesem Rallye-Spiel könnt ihr aus verschiedenen realistischen, also zumindest für den Gameboy-Verhältnisse realistischen Autos auswählen und über die Strecken düsen. Vor allem technisch ist das Spiel sehr beeindruckend und daher ein absolutes Muss für jede Sammlung. Nach der Super Mario Land Serie startete dieses grandiose, quasi Nachfolgerserie Wario Land. Allgemein spielt sich der Gegenspieler Marios natürlich etwas schwerfälliger, macht aber dennoch ordentlich Spaß. Das Spieldesign hebt sich auch angenehm von anderen Vertretern des Genres ab. Die Level sind nicht so geradlinig und laden so zum Erkunden ein. Hier sollte wirklich jeder mal reingespielt haben. Das offizielle Spiel zur Fußball-WM von 98. Ja, wie ihr wisst, bin ich kein großer Sportspiele-Fan und auch dieses wird nichts daran ändern. Es ist im Prinzip ein Reskin von FIFA 98. Auf den ersten Blick erinnert dieses Wrestling-Spiel an den Klassiker WWF Superstars 1 und 2. Leider ist dieser Ableger nicht wirklich so gut umgesetzt worden. Vor allem die Steuerung vermisst euch so ein vernünftiges Spielgefühl. Aber immerhin gab es ein Update bei den spielbaren Kämpfern.